Dieses Video kommt außerhalb der Reihe. Es ist gar nicht Dienstag und trotzdem gibt es von mir eine neue Videobotschaft und es richtet sich an die Machertypen unter uns. An all die Menschen, die Dinge auf die Kette kriegen, die gut organisiert sind, die strukturiert sind. Ja, so Leute, die eben umsetzen. Umsetzen, umsetzen, umsetzen. Für die spezifisch habe ich dieses Video hier gedreht. Wir Machertypen, und ja, ich zähle mich auch dazu, wir haben gerade ein ganz spezielles, riesengroßes Pandemieproblem. Was meine ich damit? Wenn wir mal auf die letzten Monate zurückblicken, dann war es im Frühjahr so, als die Pandemie anfing, 2020, dass wir irgendwie geschockt waren, aber doch auch sehr schnell in dieses Motto, ne, Krise als Chance gekommen sind, dass wir gedacht haben, ja, okay, wow, alles anders, aber okay, es wird jetzt auch Frühling und Sommer und jetzt muss ich mich eben umorganisieren und dann haben wir uns umorganisiert und haben irgendwie Dinge angepackt, die vorher liegen geblieben sind. Wir haben vielleicht auch Zeit mit der Familie genossen. Ja, und dann kam der Sommer. Da fühlte sich's ja fast schon wieder so ein bisschen an, als sei Corona weg und wir haben eine gewisse Leichtigkeit gefühlt. Ja, dann sind wir in den Herbst reingekommen und es wurde irgendwie klar, das wird schwieriger. Ja, und dann so Richtung November und Dezember, da war es dann schon richtig anstrengend. Ja, und jetzt ist der Winter vorbei, aber die Pandemie ist nicht vorbei. Jetzt befinden wir uns in so einer Situation, wo wir ja eigentlich aufatmen müssten. Es gibt aber überhaupt keinen Grund aufzuatmen. Es gibt nämlich eigentlich nur noch mehr Gründe, sich Sorgen zu machen. Und jetzt ist ein Moment angekommen, wo es so richtig, richtig belastend ist. Als wir vor einigen Tagen erfuhren, dass nach den Osterferien die Schulen nicht wieder aufmachen, sondern dass die Kinder wieder in den Homeschooling-Betrieb übergehen, dass wir also wieder das Schulische, ja, zum allergrößten Teil übernehmen müssen. Bei mir persönlich war das so ein Moment, ich hatte das Gefühl, mir hat so jemand so, ne, richtig schön mit Schmackes einen Kinnhaken versetzt. Ich konnte es erstmal gar nicht richtig glauben und dann stand ich nur da und dachte nur so, nee, echt nicht, wirklich nicht. Das geht jetzt gar nicht mehr. Ganz ehrlich, ich wollte mich am liebsten unter meiner Bettdecke verkriechen, Netflix anmachen, Eierlikör trinken, keine Ahnung. Aber ich fühlte mich so richtig, richtig ausgenockt. Und ich glaube, viele Menschen haben sich so gefühlt. Ich habe mit ein paar Leuten in meinem Umfeld gesprochen und gerade die Eltern mit schulpflichtigen Kindern, da haben mehrere gesagt, oh, nee. Echt nicht, geht nicht. Wir wollen nicht mehr Homeschooling machen. Das war nochmal so, ja, die Kirsche auf der Torte, die dir jemand volle Kanne ins Gesicht knallt. Warum haben wir Machertypen, ne, wir Umsetzungsstarken, warum haben wir jetzt gerade ein besonders großes Problem? Ganz einfach. Wir kennen uns selbst so nicht. Wir sind es nicht gewöhnt, dass wir in so einer Haltung von verharren, und zwar längere Zeit verharren, und dass wir das Gefühl haben, uns ist einfach alles zu viel und wir sind nur noch genervt und nur noch dünnhäutig und nur noch angefressen. Das ist etwas, was die strukturierten Macher, Umsetzungstypen, was die in der Regel nicht erleben. Die schaffen es ziemlich lange und ziemlich gut, sich zusammenzureißen und, ne, durchzuhalten. Und bei ganz vielen, und übrigens bei mir auch, ist so ein Punkt gekommen, wo das manchmal überhaupt nicht mehr geht. Durchhalten fühlt sich völlig unrealistisch an. Es ist einfach nur noch so ein Gefühl von, oh, nee, nee, geht nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das Gefühl ist da. Und das haben die Macher- und Umsetzungstypen, ja, das haben die normalerweise nicht. Es ist aber eben alles gerade nicht normal. Es ist ausgesprochen unnormal. So eine Belastungssituation, eine psychische Belastungssituation, die erleben viele Menschen zum ersten Mal in der Form. Und naja, sie ist auch so ein bisschen subtil, denn natürlich können wir sagen, ja, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe was zu essen. Und trotzdem ist es ja so eine totale Eingeengtheit und so eine Ausgelaugtheit, die uns da ja beschäftigt und belastet und die uns einfach fertig macht. Was ist das Learning? Wie kommen wir da jetzt raus? Letztendlich, das einzige wirkliche Learning ist, ja, ich habe also anscheinend auch so eine Seite in mir. Die habe ich bisher nicht erlebt, die kenne ich so nicht von mir.
Aber die gibt es anscheinend. Und die Akzeptanz dieser neuen Seite an mir, das ist das, was ich dir mit diesem Video hier mitgeben möchte. Ich darf auch mal durch sein. Ich darf auch mal total frustriert sein und das vielleicht sogar über mehrere Tage. Ich darf auch mal dieses Gefühl haben, oh nee, ich will nicht mehr, es nervt mich alles, es ist alles scheiße auf gut Deutsch. Das darf sein. Und eben nicht nur als kurze Momentaufnahme, sondern vielleicht sogar mal über ein paar Tage. Diese Seite von mir ist für mich neu und sie darf da sein. Sie schmälert mich nicht als Mensch. Das ist das, was ich dir hier heute mit diesem Video mitgeben möchte. Akzeptiere, dass es diese Seite von dir gibt. Vielleicht hattest du das große Glück, dass du sie bisher in deinem Leben noch so nicht entdecken, ja, musstest. Aber jetzt hat das Universum und die Pandemie dir den großartigen Gefallen getan, diese Seite von dir kennenzulernen. Und Akzeptanz ist der richtige Weg. Ich darf auch mal durch sein und ich bleibe ein wertvoller, ein liebenswerter Mensch, auch wenn ich mich selber gerade überhaupt nicht leiden kann. Sich selbst zu zerfleischen dafür, dass wir eben gerade einfach durch sind. Ja, mir jetzt selber auch noch so auf den Kopf zu hauen, nein, und so will ich nicht sein und das ist verkehrt und das ist falsch. Damit machst du es vermutlich nur noch schlimmer. Die Akzeptanz und das, ja, ganz, ganz besondere Augenmerk auf die Selbstfürsorge, das ist aus meiner Sicht das Einzige, was uns gerade hilft. Ich bin wertvoll, ich bin liebenswert, ich bin gut. Auch wenn ich gerade mich wahnsinnig gebeutelt und nicht leistungsfähig und nicht strukturiert und nicht umsetzend und nicht als Macher empfinde. Sorge gut für dich, achte gut auf dich, auf deine Gesundheit und erlaube dir, durch zu sein. Ich bin's auch.